Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe zwei Menschen im Saal und draußen im Stream. Jetzt hast du bei dem Tagesordnungspunkt davor, da waren Sie ja friedlich und lieb und freundlich. Und Sie werden sich wundern, das bin ich jetzt auch. Ja, Sie haben sich vielleicht auf was anderes gefreut, aber ich bin total handzahm. Lassen Sie mich beginnen damit. Ja, so bin ich. Wir können das auch mit den Putten zusammen machen. Ja. Auf jeden Fall, worum geht's? Auf der Karl-Marx-Straße ist ein Radweg entstanden. Und dieser Radweg ist entstanden, A, weil er im Radentwicklungskonzept steht, und B, weil die Schule, die da jetzt saniert ist, jetzt wieder offen hat und man es schlechterdings nicht die Verantwortung übernehmen möchte. Ja, es geht nicht darum, ob man jetzt glaubt, dass da Fahrräder fahren oder nicht. Man möchte nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass, wenn dort ein Unfall passiert, und die drei oder vier Mal, die ich in meinem Leben da mit dem Fahrrad langgefahren bin, da habe ich schon ein bisschen Angst bekommen von den LKWs, die da an mir vorbeiziehen. Also, das ist passiert. Und was ist dann passiert? Dann ist das passiert, was immer passiert, nämlich die FDP hat einen Eilantrag gemacht. Nein, stopp, nicht bauen, wir machen das nicht, wir müssen erstmal irgendwie Kompensation finden und so weiter und so fort und so fort. So, das war einmal und vor zwei, drei Jahren, da hat das auch alles noch geklappt, ne? Albertstraße und so weiter und so fort. Jetzt ist hier aber ein sehr schöner Vorgang entstanden, den ich durchaus als Fortschritt bewerte. Es ist dieser Antrag in den Stadtbezirksbeirat Klotzsche gegangen. Klotzsche hat ihn etwas umgeschrieben. Herausgekommen sind ganz viele Prüfaufträge, die man durchaus prüfen kann. Ich bin ein Freund von Informationen. Und herausgekommen ist, das stand schon vorher drin, aber wurde bestätigt, eine Einwohnerversammlung. Auch das finde ich ausgesprochen sinnhaft, dass man mit den Menschen spricht. Und jetzt kommt der Punkt. Das war früher anders. Das war auch anders dann, als Ortsbeirat oder Stadtbezirksbeirat Neustadt zur Albertstraße was gesagt hat. Die FDP und Herr Zastrow im Bauausschuss hat nicht mehr an diesem Beschluss von Stadtbezirksbeirat Klotzsche herumgeschraubt. Das habe ich doch durchaus als positives Zeichen gewertet. Wir kriegen jetzt also Prüfaufträge und eine Einwohnerversammlung. Und da sage ich mal, als Dissident, als Pirat, da kann ich sehr gut zustimmen. So, verwundert jetzt vielleicht welche, aber warum auch nicht. Das andere ist, der zweite Antrag von der CDU ist auch in diese Richtung. Wer hätte denn gedacht, dass wahrscheinlich der erste beschlossene Antrag im Stadtrat Dresden zu Anwohnerparken von der CDU kommt? Ich nicht. Ich finde das aber natürlich ausgesprochen sinnhaft. Denn ich selber habe, als ich früher, in grauer Vorzeit, Jahrzehnte her, ein Auto hatte mit einem Kennzeichen, was mit DD angefangen hat. Immer wenn ich dann in grauer Vorzeit in Urlaub geflogen bin, bin ich natürlich mit dem Auto da hoch, habe mich da hingestellt, mich in den Bus gesetzt, bin zwei Wochen weggeflogen und kam dann wieder und habe mich in mein Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren. Ich bin natürlich auch faul. So, ja. Und das würde natürlich mit Anwohnerparken dieses Problem, was ja in der Tat ein Problem ist, Ressource, Stadtraum, teuer, wichtig, sollte nicht von jemandem zwei, drei Wochen belegt werden, nur weil er sich die 12 Euro fürs Taxi spart oder die, weiß nicht, wie teuer das Parkhaus da ist, oder zu faul ist, mit der S-Bahn dahin zu fahren. So, also, sowohl der Antrag der FDP in der modifizierten Fassung des Stadtbezirksbeirats Klotzsche, was uns Prüfaufträge bringt und eine Einwohnerversammlung, als auch den CDU-Antrag, werde ich mit Freude zustimmen. Und die Freude bedeutet, dass ich mich freue auf die Zukunft, auf dass wir vielleicht in Verkehrsthemen nicht uns gegenseitig immer Ideologie hoch 3 oder Ideologie hoch 5 vorwerfen, sondern dass wir gemeinsam Lösungen bekommen und sehen, dass Stadtraum teuer ist und dass wir vielleicht im Jahr 2023 ab und weiter andere Aufteilungen des Raums brauchen, andere Konzepte in der Stadt, als es in der Vergangenheit war. Dankeschön.